Das ist eine sehr gute Frage, die oftmals auch im Alltag gar nicht so leicht abgrenzbar ist oder für Patienten zu verstehen ist. Der Begriff Remission bedeutet, dass wir mit den Methoden, die wir momentan zur Verfügung haben, die Erkrankung nicht nachweisen können. Das muss man sich immer wieder bewusst machen, weil natürlich alle Methoden auch Limitationen haben. Aber von Remission sprechen wir, wenn wir sagen, wir haben momentan keinen Anhalt, dass der Patient von der Tumorerkrankung Manifestationen hat. Der Begriff Rezidiv bedeutet, dass der Patient mal eine Tumorerkrankung hatte, dann tumorfrei war und es zu einem Rückfall der Erkrankung kam. Wenn Sie so wollen, können Sie den Begriff Rezidiv eigentlich mit Rückfall gleichsetzen. Das heißt, es gab eine krankheitsfreie Zeit, wo die Erkrankung nicht da war oder wir sie zumindest nicht detektieren konnten. Und es kommt dann zu einem Rückfall, also zu einem Rezidiv der Erkrankung. Der Begriff Metastase ist einer, der sehr, sehr wichtig ist, weil er letztendlich Krebs definiert. Ja, wenn man sich fragt, was ist eigentlich eine bösartige Erkrankung, was unterscheidet einen gutartigen von einem bösartigen Tumor, dann ist die Fähigkeit, Metastasen zu bilden, eine ganz wesentliche Eigenschaft von bösartigen Tumoren. Gutartige Tumoren bilden keine Metastasen. Was meinen wir mit Metastasen? Metastasen sind Absiedelungen, die der Tumor in anderen Organen oder auch in benachbarten Lymphknoten bilden kann, sodass der Tumor eine Fähigkeit hat, sein Areal, wo er entstanden ist, zu verlassen und in anderen Organen Absiedelungen zu bilden. Also dieser Begriff ist ein sehr, sehr wichtiger Begriff, weil er letztendlich auch die Eigenschaft von Krebs definiert, zu streuen und andere Organe zu befallen. Ja, das sind zwei Begriffe, die sehr ähnlich klingen, die aber ganz unterschiedlich sind. Ich fange vielleicht mal mit dem Begriff neoadjuvante Therapie an, weil das sozusagen gedanklich am Anfang einer Erkrankung steht. Die neoadjuvante Therapie heißt, wir haben eine Tumorerkrankung festgestellt und das Ziel ist, diese Tumorerkrankung zu operieren. Das heißt, das ist das Ziel, die chirurgische Therapie. Neoadjuvant bedeutet, wir wollen vor dieser Operation eine Therapie durchführen. Das kann eine Chemotherapie sein, aber das kann auch zum Beispiel eine Strahlentherapie sein oder eine Antikörpertherapie, eine Hormontherapie. Das heißt, der Tumor ist noch da, er soll im Verlauf operiert werden, aber man entscheidet sich vor der Operation, eine sogenannte neoadjuvante Behandlung durchzuführen. Was ist die Rationale, das zu tun oder was sind Gründe hierfür? Das eine ist, dass wir durch diese neoadjuvante Therapie versuchen, den Tumor zu verkleinern. Das heißt, der Chirurg soll dazu auch in die Lage kommen, besser die Erkrankung operieren zu können. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, zum Beispiel bei Brustkrebs oder auch bei Darmkrebs. Wir wissen aber zudem, dass durch eine neoadjuvante Therapie bestimmte chirurgische Komplikationen oder Maßnahmen seltener werden können. Ein sehr, sehr gutes Beispiel ist bei Enddarmkrebs, also beim Rektumkarzinom, dass man durch die neoadjuvante Therapie die Rate der Patienten, die einen künstlichen Ausgang dauerhaft brauchen, deutlich senken kann. Das heißt, hier geht es nicht nur darum, den Tumor zu schrumpfen, sondern es geht auch wirklich darum, sehr patientenrelevante Punkte, wie brauche ich dauerhaft einen künstlichen Ausgang, dadurch günstig zu beeinflussen. Ja? Also es ist nicht nur ein rein technisch-chirurgischer Aspekt, einen kleineren Tumor besser operieren zu können, sondern auch ein Aspekt, dann vielleicht ohne künstlichen Ausgang auszukommen. Für uns Onkologen ist die neoadjuvante Therapie auch deshalb wichtig, weil wir dadurch eine Testung bekommen, wie gut spricht der Tumor denn zum Beispiel auf eine Chemotherapie an. Wenn wir eine Chemotherapie machen und der Patient dann operiert wird, können wir am OP-Präparat, also am Gewebe, was entfernt wurde, über den Pathologen sehen, wie viel der Tumorzellen zum Beispiel durch diese Vorbehandlung schon kaputt gegangen sind. Sind das 90% oder sind das vielleicht nur 30%? Das heißt, wir bekommen dadurch auch einen Eindruck, wie sensibel, wie sensitiv ist dieser Tumor gegenüber der vor der Operation durchgeführten Therapie. Also das ist für uns auch dann, wenn es um die Behandlung nach der Operation zum Beispiel geht, soll man danach nochmal eine Behandlung machen, eine sehr, sehr wichtige Information.
Wir werden dann beim Begriff der Adjuvantentherapie, das ist immer was, was nach der Operation stattfindet. Das heißt, der Patient wird primär operiert. Er ist durch die Operation erstmal tumorfrei. Und wir überlegen dann nach der Operation, zum Beispiel eine Strahlentherapie bei Brustkrebs ganz häufig oder auch eine Chemotherapie, da wäre wieder das Beispiel auch Darmkrebs zum Beispiel oder Bauchspeicheldrüsenkrebs, durchzuführen. Was ist die Rationale, warum man das tut? Das ist für Patienten oft gar nicht so leicht nachvollziehbar, weil sie natürlich sagen, durch die Operation ist der Tumor komplett entfernt. Warum muss ich nachbehandelt werden? Die Rationale ist die, dass auch mit sehr, sehr guter Chirurgie wir nie zu 100% ausschließen können, dass zum Beispiel einzelne Tumorzellen auf wirklich mikroskopischer Ebene verblieben sind im Patienten, aus denen in 2-3 Jahren vielleicht ein Rückfall der Erkrankung entstehen könnte. Und die anschließende adjuvante Chemotherapie, ich nenne es gegenüber meinen Patienten auch oft prophylaktische Chemotherapie, hat letztendlich das Ziel, diese Zellen zu zerstören, die eventuell nicht da sind. Das können wir mit bestehenden Methoden aber nicht immer sicher sagen. Diese Zellen zu zerstören und dadurch zu verhindern, dass es im Verlauf oft von Monaten oder Jahren auch erst zu einem Rückfall der Erkrankung kommt. Das heißt, man muss sich als Patient auch bewusst sein, wenn man diese Therapie macht, wir können den Erfolg der Therapie eigentlich gar nicht wirklich gut messen. Wir haben nicht einen Tumorherd, wo wir sehen können, wird der kleiner, sondern wir können eigentlich den Erfolg der Therapie nur daran messen, dass die Erkrankung nicht wiederkommt. Das bezeichnet die adjuvante Therapie. Das wird sowohl eingesetzt, dieser Begriff, wenn es um eine Strahlentherapie geht, aber auch um eine Chemotherapie oder zum Beispiel bei gynäkologischen Tumoren, beim Brustkrebs auch um eine Hormontherapie. Das ist auch wieder eine schwierige Frage, weil diese Begriffe in den letzten Jahren ziemlich auch verschwommen sind. Ich versuche es mal primär mit der klassischen Definition. Die kurative Therapie heißt, wir treten an in der Behandlung der Erkrankung mit dem Ziel, die Erkrankung zu heilen. Das heißt, wir wollen eine komplette Remission induzieren, die Erkrankung ist komplett weg und sie soll es auch für immer bleiben. Klassische Beispiele sind zum Beispiel die Therapie von Leukämieerkrankungen, von Lymphom, also Lymphdrüsenkrebserkrankungen, aber auch von vielen soliden Tumoren, Brustkrebs, Darmkrebs, wo das Ziel wirklich die dauerhafte Heilung des Patienten ist. Die palliative Therapie, der Begriff Palliation oder Palliare kommt eigentlich aus dem Begriff Linderung, hat primär das Ziel, Symptome zu lindern und den Verlauf der Erkrankung zu beeinflussen. Das heißt, wir beginnen diese Therapie eigentlich unter dem Wissen, dass wahrscheinlich keine komplette Heilung möglich sein wird im Verlauf. Und das Ziel ist, eben die Erkrankung zurückzudrängen, für den Patienten vor allem auch Symptome zu verbessern und ihm eine möglichst lange Lebenszeit bei guter Lebensqualität mit dieser Erkrankung, ich nenne es immer, als wäre es eine chronische Erkrankung, so muss man das sehen, ermöglichen. Wenn Sie das auf andere Erkrankungen übertragen, dann ist zum Beispiel auch bei einem Diabetes letztendlich, wenn Sie einen Typ 1 Diabetes haben, das eine lindernde Situation, weil sie werden das nicht heilend behandeln können. Die Patienten, denen ist klar, dass sie für immer eine Behandlung dieser Erkrankung brauchen. Und diesen Denkansatz müssen wir, glaube ich, vielmehr auch in den onkologischen Bereich bringen, dass wir sagen, ich habe eine Erkrankung, die werden wir vielleicht nicht mehr komplett wegbekommen, aber das Ziel ist wirklich, wie der Diabetespatient, wie der Patient mit Bluthochdruck unter medikamentöser ärztlicher Betreuung Langzeit mit dieser Erkrankung zu leben. Jetzt ist es so, dass sich in den letzten Jahren doch deutliche Fortschritte ergeben haben in der Erkrankung von Tumorbehandlungen und man eine Situation zum Beispiel bei metastasierten Darmkrebs, die man vor 10 Jahren noch als palliative Situation begriffen hätte, heute vielleicht gar nicht mehr so sieht. Früher war immer der Reflex zu sagen, wenn eine Erkrankung metastasiert ist, also Absiedelungen in andere Organe gebildet hat, dass das eine nicht heilbare Situation ist. Das gilt heute für viele Tumoren nicht mehr. Darmkrebs ist hier ein sehr, sehr klassisches Beispiel. Ein früheres Beispiel waren auch Hodentumoren zum Beispiel, die heute jetzt problemlos auch im metastasierten Stadium heilbar sind.
weil wir immer größere Fortschritte in der chirurgischen Therapie, in der interdisziplinären onkologischen Behandlung von diesen Patienten gemacht haben. Was für die Patienten, glaube ich, ganz wichtig ist, ist, dass wir nicht den Reflex folgen dürfen, dass eine metastasierte Erkrankung zwangsläufig eine palliative Situation bedeutet. Das ist immer noch in sehr vielen Köpfen, auch von Ärzten, verankert. Man darf dieses heutzutage nicht mehr gleichsetzen. In interdisziplinären Ansätzen wissen wir zum Beispiel, dass wir auch Patienten mit metastasiertem Darmkrebs in der Kombination Chemotherapie, Chirurgie zum Beispiel, dauerhaft Langzeit von dieser Erkrankung heilen können.